Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es von mir einen weiteren Vlog. Ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal wieder ein bisschen mit durch meine Zeit in Quarantäne. Das Wetter ist draußen so, so schön. Ihr merkt es wahrscheinlich gerade an der Sonne, es ist gerade Abendsonne. Ja, jedenfalls war ich die letzten paar Tage draußen den ganzen Tag und habe mir schon einen schönen Sonnenbrand eingefangen. Der Grund, warum ich diesen Vlog angefangen habe, war folgender. Und zwar habe ich das im letzten Vlog schon erwähnt, da jetzt die ganzen Geschäfte zu haben, beziehungsweise die Drogerien haben ja noch auf. Aber trotzdem vermeiden wir das, ein bisschen rauszugehen. Und deshalb haben wir jetzt zum allerersten Mal bei DM online bestellt. Und da habe ich mir auch ein bisschen Haartönung mit bestellt. Und die wollte ich jetzt einmal anwenden mit euch. Ich hatte jetzt noch diese Locken hier drin. Ich kann euch gleich ja nochmal so einen kleinen ausführlicheren DM-Haul machen. Und zwar habe ich mir jetzt diese Intensivtönung hier gekauft. Das sind diese von DM. Von der Eigenmarke nehme ich mal an, also von DM selber. Und da hat eine 1,90 gekostet, 1,95, irgendwie sowas. Ja, das ist schwarz, das ist auf jeden Fall was richtig, richtig krasses. Und das muss man sich auch selber so anrühren. Und hier steht, dass es bis zu 24 Haarwäschen halten soll. Das letzte Mal, dass ich so eins hatte, war das hier. Das war das Blond, was ich hatte. Schlechte Entscheidung. Ja, ich hoffe, dass das auch wirklich stimmt und dass es rausgeht. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Ganze auftragen. Und zwar nur auf einer Seite. Also diese Seite ist ja noch blond und diese habe ich ja mal braun gefärbt. Da dieses Braun aber jetzt, wenn ich mich so im Spiegel oder so angucke, gar nicht so richtig zur Geltung kommt. Also im Sonnenlicht schon und im Blitz auch. Also im Fotoringlicht so. Aber so in Natura fällt das eigentlich kaum auf. Deshalb werde ich jetzt erstmal nur eine Seite schwarz färben, dann ist die andere blond, die eine schwarz. Das, glaube ich, ist ganz schön krass. Ich habe mir auch davon zwei gekauft, falls es mir gut gefällt, dass ich das dann komplett für beide machen könnte. Aber ja, ich werde das jetzt erstmal machen. Let's go! So, erstmal das Vorher. Ich bin gespannt. So, Leute, kleiner Zwischenschritt. Das Ganze sieht jetzt momentan echt dunkel aus, aber eigentlich eher lila statt schwarz. Aber es hat auf jeden Fall sofort reagiert. Hier hinten am Ansatz ist leider ein bisschen verlaufen. Und hier ist halt das meine normale Farbe. Ich werde das Ganze jetzt 20 Minuten lang einwirken lassen. Und dann das Ganze ausspülen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin jetzt aus der Dusche zurück. Diese eine Seite, ich habe meine Haare jetzt noch nicht gekämmt im Übrigen. Ja, es ist wirklich schwarz geworden. Also das hier ist wirklich mega, mega krass. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich meine Haare noch auf der einen Seite ganz normal habe. Aber auf der anderen Seite finde ich es echt cool. Ich finde, diese zwei Farben passen jetzt nicht so optimal zusammen. Aber ich hatte eigentlich auf dieser Seite vor, dass ich diese Haare rot färben möchte, beziehungsweise rot tönen möchte. Also schwarz und rot fand ich irgendwie ganz cool. Und ich muss erstmal schauen, wie das Ganze dann morgen bei Tageslicht aussieht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall vor, erstmal ein bisschen mein Zimmer aufzuräumen. Es sieht momentan nämlich echt schlimm aus. Ich zeige euch das jetzt einfach, damit ich aufräume. Und ja, ich muss noch ein paar Sachen einsortieren. Und ich glaube generell einfach ein bisschen aufräumen. Das ist so mein Outfit, mein Schlafoutfit, Chilloutfit. So, ich habe jetzt aufgeräumt und wollte euch jetzt noch einmal kurz meine Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Also sprich, bei DM bestellt habe. Und zwar einmal hier diese vier Tönungen. Einmal in Schokobraun, Goldblond. Dann habe ich mir einmal von Schwarzkopf so einen Tönungsgel gekauft. Und zwar das Rote hier, das wollte ich ja jetzt parallel mit dem Schwarz eigentlich drauf machen. Aber ich wollte erstmal nur das Schwarz machen, um zu gucken, wie es wirkt. Und dann habe ich mir nochmal das Schwarz geholt, falls es mir ganz gut gefällt, dass ich dann auch noch die andere Seite färben kann. Muss ich aber nochmal schauen. Dann mal wieder eine neue Haarbürste, und zwar einfach diese hier mit Mischborsten, antistatisch. Ja, ich hatte schon so lange keine von diesen Bürsten mehr. Eigentlich brauche ich so eine dicke Breite gar nicht für mein dünnes Haar, aber ich mag das trotzdem ganz gerne. Dann habe ich mir so ein Kirschblüten-Shampoo von Balea geholt. Silber-Shampoo, Haarkur. Eine Feuchtigkeitspflege von Balea mit Mangoduft. Eine Aroma-Handcreme, wo ich mich freue, die gleich benutzen zu können. Meine Hände sind momentan so, so trocken von diesem vielen It's Corona-Time, Hände waschen, Hände desinfizieren und so. Habe ich jetzt auch davor schon gemacht, aber mittlerweile sind die wirklich krass trocken. Und dann habe ich mir noch zwei neue Lippenpflegen von Balea geholt. Irgendwie habe ich da so eine Sucht, keine Ahnung, immer wenn so ein neues Design rauskommt, muss ich mir das kaufen, vor allem diese hier. Und zwar ist das einmal Peach Eistee. Erstens, es gibt nichts Geileres als Eistee und zweitens als Pfirsich Eistee. Also auf jeden Fall richtig, richtig geil, richtig lecker, freut mich voll. Und dann die zweite Limited Edition war diese hier, auch Eistee. Und zwar Raspberry Eistee finde ich auch hammergeil. Und ja, eins der beiden werde ich jetzt aufmachen. Ich überlege noch welches. Ich glaube, Raspberry Icy, darauf habe ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Bock. Und diese Handcreme, die wird jetzt auch erstmal benutzt. Obwohl, eigentlich will ich die zwei zusammen. Okay, ich nehme die beiden. So, den Rest räume ich jetzt erstmal weg. Okay, wow, dieses Schwarz sticht echt heraus. Okay, das allererste Mal mit meiner neuen Haarbürste die Haare kämmen. Ach, du mein Gott. Okay, Leute, dieses Schwarz ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also das hier ist halt auch gefärbt blond, weil man sieht hier meinen Ansatz. Ja gut, Quarantäne-Lifestyle und so. Man kennt ja diese Memes oder diese Starterpacks von Mädchen nach der Quarantäne. Alle mit Pony, andere Haarfarbe, rausgewachsene Nägel und so weiter. Okay, also der Übergang hier ist jetzt auch ein bisschen verkackt, aber ich finde, es sieht halt... Boah, ist das wirklich krass, muss ich sagen. I mean, das ist halt einfach schwarz, ne?
Oh Mann, aber ich finde das cool. Und vor allem sieht man jetzt endlich den Unterschied, ja? Und bei diesem Licht sieht das Blond halt wirklich blond aus. Meine Haare sind voll weich. Also, dass man jetzt einen Unterschied sieht, das gefällt mir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieser Style. Ich glaube, das ist Split Head oder so. I don't know. Boah, es sieht voll cool aus, wenn man jetzt dann zum Beispiel Zopf hat. Dann sieht man das endlich richtig, ja? Davor hatte ich halt auch braun auf der einen Seite. Und auf der anderen dieses Blond halt. Aber da sah man das gar nicht, den Unterschied. Aber jetzt sieht man es voll. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Man schmeckt praktisch schon diesen Eistee, das ist echt cool. Und heute soll ja auch dieser Pink-Blutmond sein. Ich habe den Mond bis jetzt halt noch nicht einmal gesehen oder so. Es ist jetzt mittlerweile 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwie so. Hey, ich bin nach einer kurzen Vlogpause auch wieder da. Ich habe gestern und vorgestern, glaube ich, gar nichts mitgefilmt. Ja, da war ich mit zwei anderen Videos beschäftigt. Aber jetzt dachte ich mir, vlogge ich einfach weiter. Heute ist Karfreitag und wir färben auf jeden Fall nachher noch Ostereier. Ich hatte jetzt auch vor, mich ein bisschen auf Ostern einzustimmen, ein bisschen spät zwar, aber egal. Heute kam auf jeden Fall auch mein Oster-DIY-Video online. Ja, ich werde jetzt mal meine Osterkiste anschauen und vielleicht noch ein bisschen überlegen, was zu basteln. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Form eines Videos mache oder ob ich das jetzt einfach für euch in dem Vlog zusammenschneide, weil es dann ein bisschen kompliziert ist, das Video bis morgen nochmal zu schneiden und alles fertig zu machen. Das Ding ist, ich will halt meinen Eltern auch was schenken, beziehungsweise auch was basteln. Und das Problem ist, meine Eltern schauen halt meine Videos, wenn ich dieses Video Samstag hochlade. Ihr wisst, dann sehen die das halt. Das soll halt auch für diese eine kleine Überraschung sein. Und deshalb glaube ich, mache ich das nur in diesem Video. Also mal schauen, vielleicht ändert sich das ja noch. Und im Übrigen sind ein paar Sachen, also zwei Sachen von 5, die ich bestellt habe, sind schon da. Die T-Shirts sind auch schon da. Dazu kommt auf jeden Fall nochmal die Tage ein Video, so ein einzelnes. Dazu dann aber später mehr. Und die letzten Tage war es ja so warm. Ich war wirklich den ganzen Tag draußen, von morgens bis abends. Und ich habe eigentlich gar nicht gevloggt oder ich habe auch nicht so viel gemacht. Ich habe einfach das schöne Wetter genossen. Ja, deshalb kam ich auch nicht so wirklich zum Vloggen. Jetzt ist das Wetter leider wieder ein bisschen blöder geworden. Aber die Sonne scheint auf jeden Fall immer noch, aber es ist auf jeden Fall deutlich kälter als die Tage davor. Ich denke, ich werde gleich auch rausgehen. Ich wollte jetzt hier oben noch ein bisschen aufräumen, habe ich gerade auch schon gemacht. Und wieder ein bisschen sortieren, weil, ja wie gesagt, ich halt die letzten zwei Tage gar nicht hier in meinem Zimmer war. Beziehungsweise eigentlich nur draußen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Ideen sammeln, ein bisschen Brainstorming machen. Was ich jetzt so für Ostern basteln könnte, vielleicht auch nochmal für euch ein Video machen könnte für morgen dann eben. Also Ostersamstag gibt es ja nicht, aber... ja, morgen, halt Samstag. Für Sonntag habe ich auch noch ein richtig, richtig cooles Video geplant. Das habe ich jetzt noch nicht gedreht. Das werde ich auch bald machen. Aber das will ich auf jeden Fall hochladen, weil es ist voll cool. Ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das genauso umsetzen kann, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es mir vorstelle. Aber ich versuche es auf jeden Fall, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt. Es freut mich auch vor allem mega, mega, dass ich euch mit meinen Videos jetzt in der Zeit vor allem einfach die Zeit ein bisschen versüße und ihr das halt auch so gerne guckt und meine Videos in der letzten Zeit so gut bei euch ankommen. Also wenn man sich meine Aufrufe mal davor anschaut, da waren die wirklich ein Zehntel davon oder so. Deshalb finde ich das jetzt wirklich krass, dass es jetzt so gestiegen ist. Ich bin natürlich auch, wie gesagt, voll happy, vor allem auch, dass die Vlogs so gut bei euch ankommen. Okay, also in der Jacke ist es wirklich ganz angenehm. Ich war jetzt die ganze Zeit draußen, die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob ich euch schon das erzählt habe. Ich glaube, gestern im Video, heute im Video. Wir haben hier solche Eier aufgehängt. Das ist voll süß. Und es ist halt voll der schöne Baum. Ich bin hier voll oft und voll gerne. Ich habe gerade noch ein paar TikToks gedreht. Wie gesagt, wir haben hier einfach so ganz verschiedene Eier aufgehangen. Solche mit Muster, mit Federn. Also voll, voll schön irgendwie. Die gehen zwar in diesem Baum ein bisschen unter. Und ich mag das voll. Oha. Ja, ich weiß nicht, was ich oder wie ich das jetzt anfangen soll. Ja, ich hatte vor, meine Haare zu schneiden, also meine Haare. Ich habe die heute Morgen gerade so ein bisschen gekämmt. Also eigentlich hatte ich ja vor, die auf beiden Seiten dunkel bzw. eigentlich braun wollte ich, aber da man braun bei mir überhaupt nie sah, ist halt wie gesagt schwarz gefärbt. Und dann wollte ich halt einfach so richtig basic hier vorne solche zwei blonden Strähnen. Das habe ich jetzt versucht so ein bisschen so zu kämmen. Hat aber nicht so ganz geklappt. So, ich weiß gerade selber nicht so richtig, was ich hier mache. Aber naja. Also egal, was ich machen werde, ich denke alle Friseure oder alle Menschen, die sich damit auskennen, werden sich einfach gegen den Kopf schlagen und denken so, was macht ihr? Weil ich glaube, ich mache einfach alles falsch, was man so ziemlich falsch machen kann. Ich habe auch überlegt, ob ich das lieber privat mache oder ob ich es euch zeigen werde. Aber ich wollte es einfach in dem Vlog festhalten. Aber ich möchte euch sagen, macht es nicht nach, es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Man kann es verkacken. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, aber ich will, wie gesagt, dass ich schuld bin. Ich weiß nicht. Wie gesagt, meine Haare sind sehr, sehr dünn. Ich finde persönlich schon zu lang. Also man sieht wahrscheinlich diese Delle hier. Bis dahin würde ich es eigentlich ganz gern abschneiden. Aber ich denke, ich werde es nicht machen, weil es, glaube ich, zu krass ist. Und ich habe ja hier vorne meinen Pony. Den habe ich mir
vorletztes Jahr im Dezember nachgeschnitten. Also 2018, Dezember 2018 habe ich mir den Pony nachgeschnitten. Und ich glaube auch nochmal Februar 2019, also so ziemlich ein Jahr ist es her. Und er ist halt schon so ziemlich rausgewachsen. Ich hatte eigentlich mir von vornherein vorgenommen, wenn er jetzt so auf dieser Länge ist, irgendwann meine restlichen Haare anzugleichen und eben mit dem auf eine Länge zu bringen. Ich finde, das ist einfach ein bisschen zu lang. Ich, keine Ahnung, ganz lange Haare sehen bei mir halt übertrieben komisch aus. Und so eine Mittellänge mag ich auch nicht so gerne. Und ich will nicht sagen, dass sie kaputt sind oder so. Aber, okay, wahrscheinlich denken sich manche, ja, die sind total kaputt. Aber ja, deshalb hatte ich jetzt eigentlich vor, ein bisschen was hier unten abzuschneiden. Das ist so, boah. Oh Mann. Ich habe euch ja auch mitgenommen, als ich meinen Pony geschnitten habe und irgendwie dieser Struggle. Es macht gerade zurzeit jeder irgendwie auf For You. Ich wollte halt irgendwie so eine richtig krasse Veränderung. Eigentlich wollte ich so kurze Haare haben, sodass sie so praktisch quasi auf der Schulter aufliegen. Und dass ich sie dann hier an der Seite halt noch rot tönen wollte, wollte ich. Sie sind gerade auch sehr fettig. Deshalb wollte ich sie eigentlich danach waschen. Ich weiß halt einfach nicht. Ich bin so am Struggle. Ich schaue mir die ganze Zeit solche YouTube-Videos an von Menschen, die das auch gerade machen. Ja, ich bin ein bisschen am Struggeln. Ich könnte es verkacken. Ich könnte es aber auch geil machen. Also, ich habe mir auch alte Videos von mir angeschaut, wo ich jetzt zum Beispiel halt diese Länge hatte. Fand ich echt cool. Also, man kann halt damit älter aussehen. Man kann aber auch jünger aussehen, wie so ein Baby oder so. Und das will man natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin gerade wirklich am Überlegen und ich schaue mir gerade parallel wieder so alte Fotos an. Aber ich finde einfach diese Länge gerade richtig unschön. Also, erstens bildet sich hier diese Welle. Und auch wenn man so Hoodies oder so trägt, knickt das dann immer so ab. Das ist halt scheiße. Aber ich bin halt auch ein Mensch. Ich trage super gerne so Zopf oder diesen Messi-Band und was auch immer da oben. Und das kann ich halt auch nicht machen, wenn meine Haare zu kurz sind. Deshalb sehe ich vor allem so, dass sie hinten nicht zu kurz sind, weil ich finde das wirklich schrecklich, wenn man sich einen hohen Pferdeschwanz macht und hinten die ganzen Haare wieder rauskommen. Ja, mit dieser Haare, länger an Haaren, kann ich das eigentlich ganz gut machen. Also viel mehr würde ich oder dürfte ich oder könnte ich da jetzt auch nicht abschneiden. Ich bin so am Struggeln, ich rede einfach drumherum, es ist wirklich schlimm. Aber wahrscheinlich können alle Mädchen, die sich überlegt haben, die Haare kurz zu schneiden, nachvollziehen. Ich bin gerade wirklich am Struggeln. Ich schaue mir alte Videos an. Und da denke ich mir so, ja, eigentlich sah es ja doch ganz cool aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich gerade mache, Mann. Mann, Leute, ey. Das ist doch... Das Ding ist, wenn ich sie ganz lang lassen würde, sieht es halt auch blöd aus, weil ich habe extrem, extrem dünne Haare und sieht halt auch nicht so gut aus, wenn die zu lang sind, wollte ich sagen, weil dann hängen sie halt, wie gesagt, einfach nur platt runter, weil ich wirklich gar kein Volumen habe. Ja, wenn ich mich jetzt in der Kamera angucke, finde ich die Länge eigentlich wieder ganz cool. Aber ich bin halt unzufrieden, wisst ihr? Es ist, also ich bin, was meine Haare angeht, eigentlich ganz schmerzempfindlich. Nee, so wie sagt man, schmerzunempfindlich. Also keine Ahnung, ich kann da viel ab. Und ich finde Veränderungen gar nicht so schlimm. Oh Mann. Shit. Ich überlege halt wirklich, wie ich das jetzt abschneide. Ah. Oh shit. Okay, schlimmstenfalls könnte man es von einem Friseur ausbessern lassen. Ich kann gerade gar nichts mehr sagen, Mann. Gönnt euch einfach mal, wie fucking schief ich geschnitten habe. Ich finde das so faszinierend, wie das aussieht. Ich sag mir einfach, okay, die Spitzen waren eh kaputt. Das macht keinen... Was habe ich getan? Ja, also ich denke, es ist ziemlich verkackt. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles verkackt und alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Macht es nicht nach. Und, keine Ahnung, hier bei dem Schwarzen geht das... Hier, nein. Ansichtssache. Ich denke nicht, aber einfach schön reden. Ich wollte es halt jetzt hinten auch nicht noch kürzer wieder schneiden, weil dann kann ich keinen Zopf mehr machen, keinen hohen. Ich versuch's mal. Also ein hoher Pferdeschwanz geht auf jeden Fall klar. Ich habe das jetzt richtig unordentlich gemacht. Aber ich mag es voll. Also ich mag die Länge. Also ich finde, das ist voll meine Länge. Hey ihr Lieben, welcome back. Ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich nur Videos geschnitten, Videos vorbereitet, Videos gedreht und so weiter. Ja, eigentlich gar nicht so spannend, deshalb habe ich auch nicht viel mitgefilmt. Ich war jetzt, wie gesagt, gerade duschen, habe meine Haare wieder mit der Kurpflege verwöhnt.
Ich glaube, diesmal habe ich ein bisschen zu viel genommen, weil diesmal sind sie so ein bisschen stumpf und gar nicht so glatt. Aber letztes Mal waren sie auf jeden Fall richtig schön glatt. Ja, man sieht, dass sie ein bisschen verschnitten sind. Aber ich bin jetzt zu Hause und heute wurde im Übrigen auch festgelegt, dass wir jetzt bis zum 4. April gar keine Schule mehr haben, beziehungsweise die Schulen dann erst wieder öffnen. Und ja, das bedeutet, es gibt auf jeden Fall nochmal ein paar weitere Homeschooling-Vlogs, wie sich das manche gewünscht haben, also wie sich das alle gewünscht haben. Ja, ich bin mit der Entscheidung eigentlich ganz zufrieden, weil ich meine, ganz ehrlich, sonst hätten diese ganzen Maßnahmen, die wir bis jetzt hatten, gar nichts gebracht. Deshalb wäre es halt völlig sinnlos, wenn wir jetzt wieder zur Schule gemusst hätten am Montag. Von daher bin ich schon ganz einverstanden damit. Zumal mir dieses Homeschooling-Ding auch richtig viel Spaß macht. Also keine Ahnung, ich mag das einfach mega gerne, mir selber so meinen Tag zu strukturieren und mir das alles selber so einzuteilen. Also finde ich echt klasse. So, jetzt nochmal zu diesem Baum, der sieht dann echt viel, viel schöner aus und jetzt scheint auch die Sonne da. Ich klebe jetzt auf jeden Fall erstmal diesen riesen XXXXL-Squishy. Wenn ihr wissen wollt oder sehen wollt, wie der geworden ist, schaut am besten auf TikTok vorbei, dort habe ich euch da ein bisschen mitgenommen. Ja, ich klebe den jetzt und nebenbei schaue ich ein bisschen YouTube-Videos. Hey Leute, erstmal sorry, wie ich gerade aussehe, aber nun gut, was sollen wir machen? Jedenfalls war heute wieder mega, mega schönes Wetter. Ich war den ganzen Tag draußen, auch wenn es unter 20 Grad nur waren, aber es war wirklich mega, mega warm. Heute ist im Übrigen der 17. Wir haben ja jetzt offiziell am 18. Mai wieder Schule, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt. Bis dahin kriegen wir jetzt ab Mittwoch, glaube ich, Homeschooling-Aufgaben wieder und dann nehme ich euch auf jeden Fall auch da mit in ein paar Homeschooling-Vlogs. Aber dann danach haben wir uns jetzt, also hat unsere Klassenlehrerin uns geschrieben, dass wir uns bis jetzt in zwei Gruppen aufteilen sollen, also in unserer Klasse, in denen wir dann eben unterrichtet werden, alle zwei Tage. Ich denke, das ist bei den meisten von euch genauso oder ihr könnt mir ja schreiben, wenn es bei euch irgendwie anders geregelt ist, beziehungsweise wie es dann bei euch geregelt ist. Ja, deshalb sind wir gerade ein bisschen in der Klassengruppe am Diskutieren, wie wir uns aufteilen wollen. Jedenfalls bin ich gerade am Squishies basteln. Richtig cringe auf jeden Fall. Das wollte ich euch kurz sagen. Stand der Dinge. So, und dann melde ich mich jetzt wieder. Ich habe für diesen Vlog, beziehungsweise für diese Zusammenschnitte über mehrere Wochen gar kein Ende gedreht. Deshalb mache ich das jetzt schnell. Und ich war im Übrigen in der Zwischenzeit wieder beim Friseur, jetzt wo das Ganze wieder ging und alles wieder auf war. Ja, meine Haare sind jetzt ungefähr wieder so lang wie in dem Video. Nun gut. Und ja, es tut mir echt leid, dass dieser Vlog jetzt so spät online gekommen ist. Es werden jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein paar Homeschooling-Vlogs online kommen. Einfach, weil ich sie hochladen möchte. Und es gibt ja jetzt auch noch Bundesländer, die immer noch Schule haben. Von daher könnte das eigentlich ganz cool sein. Ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber ich lade sie trotzdem hoch. Wenn nicht, schaue sie euch einfach nicht an. Aber trotzdem bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall bei dir, dass du diesen Vlog angeschaut hast und bis hierhin gekommen bist. Und dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen mit einem Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Abonniere doch super gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb.